Auf der Gamescom 2019 gab es wieder allerhand neue Sachen zu sehen, unter anderem auch am Stand von Nintendo. Mein Kollege Ned war vor Ort und durfte für uns mehr oder weniger exklusiv das erste Mal selbst Hand anlegen an der neuen Nintendo Switch Lite, dem neuen Handheld aus dem Hause der Japaner. Wie das Ganze aussieht und wie die ersten Eindrücke des Gerätes sind, das werden wir gleich im Video sehen und auch nochmal schauen, was es tatsächlich alles Neues an diesem neuen Handheld gibt. Hallo liebe Gamer, ich bin Nedja Turabashic und ich gucke mir jetzt für euch bei Nintendo was ganz Spezielles an, nämlich die neue Nintendo Switch Lite. Ich bin gespannt, was das neue Nintendo Leichtgewicht auf dem Kasten hat. Ihr auch? Lasst uns losgehen und zuschauen. Ned durfte vor Ort exklusiv mit zwei anderen deutschen Magazinen erstmals die Nintendo Switch Lite ausprobieren und auch wirklich Spiele darauf spielen. Die Nintendo Switch Lite kommt am 20. September 2019 in den Handel und bis dahin wissen wir eigentlich noch relativ wenig über die Konsole. Sie ist zwar auf der Gamescom auch zu sehen, Besucher dürfen sie aber nicht ausprobieren. Da gibt es nur einen großen Glaskasten und dort sind drei Modelle ausgestellt, nämlich in den erhältlichen Farben Gelb, Grau und Türkis. Auf der Nintendo Switch Lite kann man so ziemlich alle Spiele spielen, die man auch auf dem großen Bruder, der originalen Nintendo Switch, auch spielen kann. Nur mit dem Unterschied, dass man dort nur die Handheld-Funktionen unterstützt bekommt. Man kann bei der Nintendo Switch Lite nämlich die Joy-Cons, also die beiden kleinen Controller an der Seite, nicht entfernen. Die sind fest verbaut. Das ganze Gerät ist sowieso ein bisschen kompakter als die bekannte Konsole, liefert dafür aber ganze satte 7 Stunden Akkulaufzeit. Das ist in etwa doppelt so viel, wie das Original damals geliefert hat, als es auf den Markt kam. Ansonsten ändert sich nicht so viel außer die Größe. Das Display schrumpft auf kompakte 5,5 Zoll, hat aber genau die gleiche Auflösung wie bei der originalen Switch auch, nämlich 1280 x 720 Pixel. Es ist zudem möglich, bis zu 8 Konsolen miteinander zu verbinden, um lokalen Multiplayer zu spielen. Etwa bei Spielen wie Mario Kart ist das ganz praktisch. Das heißt, auch Besitzer der originalen Switch können letztendlich mit Nutzern von der Switch Lite gemeinsam zocken. Das sind so ein bisschen die bekannten Sachen, die man schon weiß, die auch schon von Nintendo veröffentlicht wurden. Jetzt konnten wir erstmals selbst ein Auge auf die Switch Lite werfen. Und wie wir in den Aufnahmen auch sehen, sieht das alles ganz solide aus. Es macht nicht den Anschein, als müsste man Abstriche bei der Grafik machen. Die Switch Lite liefert ähnliche Grafikpracht bei gängigen Spielen wie Mario Kart oder auch Super Smash Bros. Mir selber waren die Controller auf der Nintendo Switch immer ein bisschen zu klein, die Knöpfe irgendwie ein bisschen zu fragil. Ich habe da mit meinen großen Pranken immer ein paar Schwierigkeiten gehabt. Die Nintendo Switch Lite fällt jetzt noch mal etwas kleiner aus. Ned meinte aber, dass man sie trotzdem noch solide halten und auch ordentlich damit zocken kann. Da es keine abnehmbaren Joy-Cons gibt, liegt die Konsole kompakter in den Händen. Wenn euch die Original Switch schon zu klein war, dann werdet ihr hier zumindest keine Verbesserung verspüren. Ich habe Games wie Tetris 99 oder Mario Kart 8 gespielt. Grafische Defizite sind mir dabei nicht aufgefallen, die Spiele laufen offenbar genauso flüssig wie auf dem Original. Was mir persönlich dagegen fehlt, ist ein Feedback durch Vibration. Die gibt es nämlich auf der Switch Lite nicht mehr. Dass der Bildschirm der Switch Lite etwas kleiner ist, fällt eigentlich nur im direkten Vergleich auf. Ich verwende die Konsole zu Hause meistens eh nur im TV-Betrieb, was mit der Switch Lite nicht mehr möglich ist. Die Switch Lite kostet 220 Euro. Ob man am Ende noch 80 Euro drauflegt, um eine Original-Switch zu kaufen, hängt sicherlich auch davon ab, wie man das Gerät überhaupt verwenden will. Ab dem 20. September 2019 kann man die Nintendo Switch Lite dann auch im Handel erwerben. Wir hoffen natürlich, dass wir die Konsole schon ein bisschen früher hier haben, um dann selber einmal auf Herz und Nieren zu prüfen, was das Gerät alles liefert.